Wenn du so bist wie ich, hast du wahrscheinlich schon von genetisch veränderten Organismen gehört, weißt aber nur sehr wenig darüber. Als ich mich in dieses Thema eingegraben habe, erkannte ich, dass die Lebensmittel, die wir gegessen haben, in den letzten 30 Jahren verändert worden sind, ohne dass wir es gemerkt haben. Meine Nachforschungen auf diesem Gebiet wurden ausgelöst von dem, was man mit unserer Milch angestellt hat, doch ich habe nun festgestellt, dass alle Arten von Lebensmitteln betroffen sind. Nachdem ich meine Untersuchung begonnen hatte, wurde mir klar, dass modifizierte Lebensmittel Teil eines politischen Programms sind, das vor der allgemeinen Öffentlichkeit verborgen wird. Die politische Machtgruppe in der Welt hat folgende Agenda: die Reduzierung der Weltbevölkerung, die Benutzung von Nahrungsmitteln als politische Waffe, die Herstellung von Nahrungsmitteln, die die Arbeitskraft der Massen während der Blütezeit ihrer Jahre erhält, sie jedoch tötet, bevor sie in den Ruhestand gehen und Rente, Sozialhilfe oder andere Leistungen bekommen. Duane Andreas. Am 25. Januar 1999 machte Duane U. Andreas, der frühere Vorsitzende von Archer Daniels Midland, ADM, und des US-sowjetischen Handels- und Wirtschaftsrates die folgende Aussage, die vom Nachrichtendienst Reuters berichtet wurde: die Nahrungsmittelindustrie ist bei weitem der wichtigste Geschäftszweig in der Welt. Alles andere ist Luxus. Nahrungsmittel braucht man, um täglich das Leben zu erhalten. Nahrungsmittel sind Treibstoff. Man kann keinen Traktor ohne Treibstoff betreiben und auch keinen Menschen. Nahrung ist der absolute Anfang. Wir müssen diese Aussage ernst nehmen, denn sie wurde von einem hochrangigen Offiziellen in der Weltregierung gemacht und es ist die Art von Denken, die die oberste Führungsschicht der Weltregierung durchdringt. Die meisten Menschen haben noch nie von Andreas gehört und das ist es, was diesen Mann umso gefährlicher macht. Er ist in der Lage, außerhalb des Radars der Medien zu operieren. Der Schaden, der den Vereinigten Staaten und der Menschheit angetan worden ist, ist nur einigen wenigen Menschen bekannt. Andreas ist ein mächtiger Manager auf höchster Ebene der Kommandokette der Weltregierung, dessen Aufgabe es ist, die von der Weltregierung festgelegte Politik umzusetzen. Lasst mich nun den Mann vorstellen, der geholfen hat, in den letzten 10 Jahren vor ihrem Zusammenbruch 1991 die sowjetische Regierung zu stützen. Bei der Suche im Internet und in der Enzyklopädie Britannica fand ich keine persönlichen Daten über Duane Andreas. Lediglich in der New York Times vom 26. Januar 1999 wurde erwähnt, dass er 1919 geboren wurde. Doch in einem Bericht von Andrea Baron für den Washington Report vom März 1989 schreibt Baron, dass Duane U. Andreas ein amerikanisch geborener Jude ist. Aus dem Phoenix Letter, Band 5, April 1986, veröffentlicht von Anthony C. Sutton, erhalten wir folgende Information: Andreas begann 1965, für ADM zu arbeiten, zur damaligen Zeit ein kleines, landwirtschaftliches Unternehmen im Bereich Getreide, Weizen, Sojabohnen etc. Es lief wirklich gut mit dem Verkauf von 30 Millionen Tonnen Getreide an die Sowjetunion im Jahr 1974. Bis 1986 war die Gesellschaft zu einem weltweit führenden Unternehmen geworden mit Verkaufszahlen in Höhe von 2 Milliarden Dollar und etwa 5000 Angestellten. Am 26. Dezember 1986 druckte das Wall Street Journal einen Artikel über Duane Andreas, der die folgenden Informationen enthält: Andreas ist seit Truman der Berater jedes amerikanischen Präsidenten gewesen und trifft sich zum Zeitpunkt diesen Berichts zweimal monatlich mit Präsident Ronald Reagan. Heute, 1986, leitet er die Kommission des Präsidenten hinsichtlich internationaler privater Unternehmen und die Stiftung für die 200-jährige Jahresfeier der amerikanischen Verfassung. Andreas berät mächtige Politiker, sowohl Demokraten als auch Republikaner. 1968 spendete er $100.000 für die Präsidentschaftskampagne von Hubert Humphrey.
Im Jahre 1972 spendete er $150.000 für Humphrey und dieselbe Summe für seinen Rivalen Nixon. Wie alle anderen reichen und mächtigen Magnaten besitzt auch Duane eine Stiftung namens Andreas Foundation. Er ist der Vorsitzende und sein Bruder Lowell ist stellvertretender Vorsitzender. Geld aus dieser steuerfreien Stiftung ist in die christliche Leiterschaftskonferenz von Martin Luther King, die Union für amerikanische Bürgerrechte und die Aktion Americans for Democratic Action geflossen. US-USA Trade and Economic Council. Das US-USA Trade and Economic Council, Inc., USTEC, wurde 1973 gegründet, als US-Finanzminister George Shultz und Nikolai S. Patoulikiew, der sowjetische Handelsminister, die Vereinbarung für die Gründung dieser Gesellschaft unterzeichneten, die für die nächsten 19 Jahre dazu benutzt werden würde, Technologie von den Vereinigten Staaten zu stehlen und Milliarden Dollar in das Böse Reich zu transferieren. Das fand während des Höhepunkts des Kalten Krieges statt. USTEC hatte zwei Vorsitzende, Wladimir N. Sosakow und Duane U. Andreas, jeder mit dem Titel stellvertretender Vorsitzender. Das Direktorengremium bestand aus 30 sowjetischen Kommunisten und 20 Amerikanern. 1986 verfügte USTEC über 8 sowjetische Ingenieure, KGB-Agenten, die in New York lebten und amerikanische Geschäftsleute interviewten, um zu sehen, ob ihre Unternehmen über Technologien verfügten, die für die Kommunisten nützlich sein könnten. Im selben Jahr schlossen sich etwa 300 amerikanische Unternehmen USTEC an. Ihre Mitgliedsbeiträge finanzierten die Gehälter des sowjetischen Vorsitzenden, der Direktoren und des Stabs des KGB-Personals. Die amerikanischen Unternehmen waren mehr als bereit, einen saftigen Beitrag zu bezahlen, um zu dieser Gruppe zu gehören und Zugang zum sowjetischen Markt zu haben. Seitens der amerikanischen Unternehmen bestand keinerlei Furcht, denn die US-Regierung garantierte für den Fall der ausbleibenden Zahlung der Sowjets die Begleichung der Schuld aus Steuergeldern. Trotz der Tatsache, dass es sich quasi um eine Abteilung der US-Regierung handelte, weigerte sich USTEC, seine Mitgliederliste freizugeben. Landwirtschaftliche Unternehmen, Banken, Kreditkartengesellschaften, Öl, Stahl und Chemie, die besten amerikanischen Unternehmen, hatten sich in diesen Club eingeschrieben und machten Profit in Höhe von Milliarden Dollar, während der amerikanischen Bevölkerung erzählt wurde, dass die Sowjetunion die Vernichtung der Vereinigten Staaten plane. Einzelnes hatten offenbarte 1987, dass USTEC vom KGB überwacht wurde, was später bestätigt wurde. Duane Andreas arbeitete nicht nur für ADM und USTEC, sondern war auch noch Mitglied der Trilateralen Kommission und der Bilderberger Gruppe. Die jüdische Verbindung. 1988 gebrauchte die Weltregierung den amerikanisch-jüdischen Kongress, um einen Transfer von sowjetischen Juden nach Israel zu initiieren. Duane Andreas befand sich an vorderster Front dieser Verhandlungen mit Mikhail Gorbatschow, dem damaligen sowjetischen Führer. Um die Kommunisten zu überzeugen, schlug Andreas vor, die Jackson-Warnick-Novelle würde von der Bush-Regierung abgelehnt. Dies war eine Vorschrift, die Zölle auf Importe aus Nationen des Sowjetblocks erhob, weil die Auswanderung mit Beschränkungen versehen worden war. Es ist an dieser Stelle zu bemerken, dass Andreas für den amerikanisch-jüdischen Kongress verhandelte, nicht für die Regierung der Vereinigten Staaten, und doch schlug er die Aufhebung einer Sanktion vor, zu der lediglich der Präsident das legale Recht hatte. Die Verhandlungen fanden in New York unter der Federführung von Edgar Bronfman statt, der damals Vorsitzender des jüdischen Weltkongresses war und damit eines der höchsten Ämter in den obersten Rängen der Weltregierung bekleidete. Andere Spitzenführer der Weltregierung, die an diesen Verhandlungen teilnahmen, waren Simcha Dien-Itz, Simon Reich, Morris Abram und Susanna Kader, allesamt hochrangige Männer in jüdischen Organisationen. Die meisten Amerikaner wissen nicht, dass die oben erwähnten amerikanisch-jüdischen Führer an der Spitze der Pyramide der Weltregierung sitzen und dass einige von ihnen sogar einen Sitz im Rat der 13 hatten, die absolute Spitzenposition,
die jemand erreichen kann. Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese Verhandlungen 3 Jahre vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion stattfanden, von dem diese Führer im Voraus wussten. Somit wollten sie vor dem Zusammenbruch so viele sowjetische Juden wie möglich nach Israel bringen. Als einige der amerikanischen Senatoren und Kongressabgeordneten herausfanden, was hinter verschlossenen Türen vorging, übten sie Druck auf Andreas und die sowjetische Führung aus. Es wurde verlangt, dass für jeden sowjetischen Juden, dem ein Ausreisevisum aus der Sowjetunion genehmigt wurde, auch ein sowjetischer Christ, der entweder Baptist oder Pfingstler war, ausreisen durfte. Das wurde nicht in den amerikanischen Medien diskutiert und die amerikanische Bevölkerung hatte keine Ahnung, was vorging. Gorbatschow und seine Regierung stimmten schließlich aufgrund einer schrecklichen Finanzkrise und ihrem Versuch, das kommunistische System über Wasser zu halten, eine Abmachung zu. Bronfman und die jüdischen Führer wollten die jüdische Bevölkerung in Israel aufstocken und da sie die amerikanischen Juden nicht zwingen konnten, nach Israel einzuwandern, konzentrierten sie sich auf Juden aus der Sowjetunion. Etwa 19.000 Juden verließen die Sowjetunion 1988 mit einem israelischen Visum. Doch sobald sie in Wien-Österreich ankamen, weigerten sich die meisten von ihnen, nach Israel zu fliegen. Stattdessen beschloss die Mehrheit, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Offenbar gefiel das Bronfman und Kompagnon nicht und so ließen sie Andreas Druck auf die Sovjets ausüben hinsichtlich direkter Flüge von Moskau nach Telefon Aviv, um sicherzustellen, dass die sowjetischen Juden auch da ankamen, wo sie hin sollten. Doch aus irgendeinem Grund funktionierte das nicht und der Auszug von Juden und Christen aus der Sowjetunion erfolgte weiterhin über Wien und wer sich weigerte, nach Israel weiterzufliegen, wurde in Flüchtlingslager nach Italien gebracht und von dort aus von der amerikanischen Regierung in die Vereinigten Staaten geflogen. Meine persönliche Erfahrung zu diesem Thema. 1988 nahm ein Hilfswerk Kontakt zu mir auf und teilte mir mit, dass eine große Zahl von Christen aus der Sowjetunion nach Sacramento kommen würde, wo ich Pastor war. Man bat unsere Gemeinde, durch die Sammlung von Nahrungsmitteln, Möbeln und Kleidung zu helfen und Zeit mit diesen Flüchtlingen zu verbringen, um ihnen den Übergang vom totalitären System der Sowjetunion zur Freiheit in Amerika zu erleichtern. Unsere Gemeinde erklärte sich dazu bereit und wir halfen etwa 50 Russen und Ukrainern, sich in Sacramento niederzulassen und einzuleben. Wir kümmerten uns um ihre äußerlichen Bedürfnisse, begleiteten sie zu Arztbesuchen, kauften mit ihnen Autos und lehrten sie Englisch mit unserer Bibel als Textbuch. Als immer mehr von ihnen ankamen, begannen sie, ihre eigenen Gemeinden zu bilden und für die nächsten paar Jahre wurde ich gebeten, in einigen dieser Gemeinden die Bibel zu lehren. Schließlich stieg die russische/ukrainische Bevölkerung allein in Sacramento auf mehr als 100.000 Menschen an. Doch dann entdeckte ich ein schmutziges Geheimnis. Damit Christen ein Ausreisevisum aus der Sowjetunion bekamen, mussten sie auf ihre Anträge schreiben, dass sie Juden und nicht Christen seien und dass sie nach Israel reisen wollten. Wissend, dass es sich hierbei um eine eklatante Lüge handelte, logen Pastoren und Mitglieder christlicher Gemeinden auf ihren Antragsformularen und wenn sie in Wien ankamen, erzählten sie den Mitarbeitern des Roten Kreuzes, dass sie keine Juden waren und in die Vereinigten Staaten wollten. Sie wurden dann nach Italien gebracht, wo sie manchmal monatelang in Flüchtlingslagern lebten, bevor sie auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler in die Vereinigten Staaten geflogen wurden, wo sie sofort Anspruch auf Sozialhilfe und subventioniertes Wohnen hatten. Als ich die Pastoren wegen dieser Lügen konfrontierte, wurde mir gesagt, dass Lügen in der Sowjetunion ein Lebensstil sei und ich solle nicht so eine große Sache daraus machen. Die Mehrzahl der sowjetischen Flüchtlinge begann so bald als möglich zu arbeiten, erzählte dem Sozialamt aber nichts davon und somit bezogen sie gleichzeitig Arbeitseinkommen und Sozialhilfe. Als ich die russischen Pastoren erneut wegen dieser Sache konfrontierte, war ich nicht länger willkommen, um in ihren Gemeinden zu lehren. Sobald die Sowjetunion 1991 zusammengebrochen war,
brauchten Christen auf ihren Ausreiseanträgen nicht länger anzugeben, sie seien Juden. Korruption bei ADM. Aufgrund seiner Verbindungen mit politischen Führern beider Parteien und den höchsten Ebenen der Weltregierung war Duane Andreas in der Lage, dem Gesetz während seiner dortigen Amtszeit immer einen Schritt voraus zu sein. Sein Sohn hatte nicht so viel Glück und am 3. Dezember 1996 wurden Michael D. Andreas, leitender Vizepräsident, und zwei weitere Führungskräfte nach mehreren Jahren der Beobachtung durch das FBI wegen Preisabsprache vom Justizministerium der Vereinigten Staaten angeklagt. ADM hatte gemeinsam mit einer japanischen und einer koreanischen Gesellschaft den Preis für L-Lysine abgesprochen. Dies ist eine Aminosäure, die als Nahrungsergänzung bei der Tierfütterung eingesetzt wird und ihr Preis wurde um 70% angekurbelt. Bei der Gerichtsverhandlung 1998 wurde ADM zur Zahlung einer Strafe von 100 Millionen Dollar verurteilt und Michael Andreas wurde zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Duane Andreas setzte sich 1999 im Alter von 80 Jahren als Vorsitzender von ADM zur Ruhe. Sein Nachfolger war sein Neffe G. Allen Andreas. Die Philosophie der Megagesellschaften. Dr. William Heffernan und Dr. Mary Hendrickson schrieben im Juni 2005 eine Forschungsarbeit mit dem Titel Das globale Nahrungsmittelsystem – eine Forschungsagenda, in der sie die folgende Aussage machten. Die Rolle einer Regierung besteht darin, das Wohlergehen ihrer Bürger zu schützen und zu erweitern. Adäquate Nahrung für ihre Bürger muss einer der wichtigsten Faktoren bei der Sicherung des Wohlergehens ihrer Bürger sein. Doch es finden Veränderungen statt, welche die Möglichkeit einer Regierung beschränken, genau dies zu tun. Obwohl Unternehmen in ihrer frühen Geschichte als verlängerter Arm der Regierungen angesehen wurden, sind die Unternehmen heute gehalten, Gewinne für diejenigen zu machen, die das Kapital zur Verfügung stellen. Die Missionsaussage einer bekannten BIMOC-Ostfirma lautet: Unser Ziel ist es, den Wohlstand unserer Aktionäre zu vergrößern. Dies ist das Ziel aller Unternehmen und es durchdringt die Aktivitäten und Entscheidungsfindung auf allen Ebenen solcher Organisationen. Im Nahrungsmittelsystem bedeutet das, dass die Entscheidungen zunehmend im privaten Sektor getroffen werden, wo Gewinnmaximierung das Ziel ist statt von Nationen oder Staaten, denen es um das Wohlergehen ihrer Bürger geht. Die folgenden Statistiken stammen aus dieser Forschungsarbeit. Im Jahr 2000 lebten etwa 1,2 Milliarden Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag. 2,8 Milliarden Menschen lebten von weniger als 2 Dollar pro Tag. 852 Millionen Menschen weltweit waren von 2000 bis 2002 unterernährt. Diese Zahl beinhaltet 815 Millionen Menschen, die in Entwicklungsländern leben, 28 Millionen in den Übergangsländern und 9 Millionen in den Industrienationen. Keine auf Gewinnerzielung ausgerichtete Gesellschaft ist an der Tatsache interessiert, dass Menschen am Hungertod sterben und unter Krankheiten leiden. Ein auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Unternehmen ist ausschließlich am Reingewinn interessiert, seinem eigenen Reingewinn. Warum so viel Zeit auf Duane Andreas verwenden? Der Durchschnittsbürger hat kein kriminelles Denken. Niemand, der bei normalem Verstand ist, will Kriege und Hungersnöte entzünden und ein Leben im Luxus führen, während andere verhungern. Damit du die Information verstehst, muss ich dir zuerst beweisen, dass es Menschen mit einem kriminellen Denken gibt, denen es egal ist, wie viele Leute an Hunger sterben oder in einem Krieg, der deswegen begonnen wurde, damit diese Menschen mit kriminellem Denken Gewinn machen können. Duane Andreas hat ein kriminelles Denken und ist ein typischer Technokrat in der Weltregierung. Er repräsentiert Tausende von Männern und Frauen, die so denken wie er, so handeln wie er und ein Leben im Luxus führen. Wir haben in der Bibel eine Beschreibung davon, was Gott über derartige Menschen denkt. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden.
Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, schreit, und das Rufen der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn der Heerscharen gekommen. Ihr habt geschwelgt und geprasst auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. So geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Jakobus 5:1-7. Duane Andreas und seine Kameraden haben Jesus Christus als den Messias abgelehnt. Sie sind durchdrungen vom Judentum einschließlich der Kabbala. Sie verfolgen das Ziel, um jeden Preis den politischen Staat Israel beizubehalten und arbeiten hart daran, ihren Messias hervorzubringen, den die Bibel den Antichristen nennt. Sie werden stehlen, lügen, betrügen und töten, um das zu erreichen, und es spielt keine Rolle, wie viele Menschen geopfert werden, solange sie nur den Willen ihres Vaters tun, von dem Jesus sagte, dass er der Teufel ist. Wenn du einmal verstanden hast, dass es da draußen Menschen mit kriminellem Denken gibt, begreifst du auch die verrückte Welt der Politik, wo die meisten Politiker Gauner und Lügner und Geschäftsmänner sind, voller Lust und Gier. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht gestanden in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Johannes 8:44. Die US-Regierung fördert Hungersnöte. Während meiner Jahre im Predigtdienst habe ich auch über Prophetie gelehrt und bin über Informationen darüber gestolpert, dass die US-Regierung Landwirte dafür bezahlt hat, kein Getreide und Sojabohnen anzubauen. Ich habe dem zunächst nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, fand es jedoch seltsam, dass man US-Landwirte dafür bezahlte, nichts anzubauen, während in vielen Teilen der Welt Hungersnöte tobten. Erst als ich dieses Thema zu untersuchen begann, wurde mir der böse Plan offenbart. Du musst auch wissen, dass es keine Rolle spielt, wer im Weißen Haus und im Kongress die Fäden zieht. Demokraten und Republikaner gleichermaßen haben diese Politik gewählt und eingesetzt. Alles begann unter der Regierung von Reagan und besteht weiter bis zum heutigen Tag. Das Naturschutzprogramm. Das Naturschutzprogramm war ein Folgeprogramm zur Kontrolle des Wachstums sowie der Verarbeitung und Verteilung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in den Vereinigten Staaten, welches von Außenminister Henry Kissinger während der Regierungszeit von Nixon und Ford Anfang der 1970er Jahre eingeführt wurde. 1972 wurde William Clarke Präsident Nixons spezieller stellvertretender Abgeordneter für Handelsverhandlungen und übernahm die Aufgabe, die Kissinger begonnen hatte. Er erhielt den Rang des Botschafters, um ihm mehr Verhandlungsmacht zu verleihen. Die Politik, die Nixon und zukünftige Präsidenten umsetzen sollten, wurde von der Weltregierung diktiert, die auch unter dem Namen Zionistischer Weltbund bekannt ist. Bis zu den 1970er Jahren lag die Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten in den Händen tausender unabhängiger Familienbetriebe und der aufstrebenden globalen Landwirtschaftsunternehmen wie Cargill, Archer, Daniels Midland und einer Reihe anderer. Es war auch in diesem Jahr, in dem die Vernichtung der unabhängigen amerikanischen Familienlandwirte begann, ganz gemäß der 1972 von Präsident Nixon neu festgesetzten Wirtschaftspolitik. Das Ziel bestand darin, die Familienbetriebe zu übernehmen, indem man Hunderttausende von Landwirten in den Bankrott trieb. Nachdem die Höfe dann einmal Eigentum der internationalen Bankiers aus New York geworden waren, wurden sie gebündelt und an große Landwirtschaftsunternehmen verkauft. Der Slogan der Regierung Nixons war, dass der Familienhof zum Fabrikhof werden sollte und die Landwirtschaft zum Business.
Da die meisten dieser historischen Fakten in den Lehrbüchern der Schulen nicht zu finden sind, wollen wir in der Zeit zurückgehen und uns ansehen, wie der Vorstand der Zentralbank dazu benutzt wurde, die amerikanische Familienlandwirtschaft zu zerstören. Erinnere dich, der Zentralbankvorstand ist ein privates Unternehmen, das von den amerikanisch-jüdischen Bankiers kontrolliert wird. Ihr Vorsitzender wird vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt, doch sobald einmal eine Person ausgewählt wurde, haben Präsident, Kongress und oberster Gerichtshof keine Macht mehr, sie zu entfernen. Die Zentralbanken haben die totale Kontrolle über die amerikanische Wirtschaft. Der Präsident kann nur zusehen und die Entscheidungen dieses privaten Unternehmens akzeptieren, das die Währung der Vereinigten Staaten beherrscht. Der Köder, den die Landwirte schluckten. Während der 1960er Jahre erzählten die Banken und Finanzberater den Landwirten, dass es das Beste für sie sei, das Kapital der Farm zu nutzen, um Kredite aufzunehmen, damit neue Ausrüstungsgegenstände zu kaufen und die Farm zu modernisieren. Da die Inflation am Wert des Dollars fraß, sei dies eine kluge Investition für die amerikanischen Landwirte, die dann ihre Kredite mit Dollars zurückzahlen könnten, die über die Jahre einiges von ihrem Wert verloren hatten. Dies ist ein guter Rat, wenn die Zinssätze niedrig und stabil sind. Doch was sie nicht wussten war, dass diese Bankiers mit kriminellem Denken ihnen gar nicht helfen wollten, sondern ihnen ihre Höfe stehlen wollten. Noch einmal möchte ich diejenigen unter euch aufklären, die vom amerikanischen Bildungssystem getäuscht worden sind. Wenn du einen Kredit oder eine Hypothek aufnimmst, wird dies zu einem Zinssatz vom Mindestsatz zuzüglich 4-6% gewährt. Da die Banken selten über Bargeldreserven verfügen, borgen sie sich Geld von den Zentralbanken und müssen dafür den Mindestzinssatz entrichten. Um aber Gewinn zu machen, schlagen sie einen zusätzlichen Zins darauf, der dem Kreditnehmer zur Last gelegt wird. Wenn ein Kunde nicht sehr sachkundig ist, interessiert er sich für einen veränderlichen Zinssatz, was bedeutet, dass die Bank ihm einen niedrigen Lockzinssatz anbietet, der später erhöht wird, basierend auf dem aktuellen Zinssatz zuzüglich der Gewinnspanne für die Bank. Wenn du das verstehst, wirst du die gegenwärtige Immobilienkrise durchblicken. Menschen wurden dazu verlockt, zu Lockangeboten für 2 Jahre über Eigenheime zu kaufen und dann schossen die Zinssätze plötzlich rapide in die Höhe. Die Bankiers erzählten diesen Käufern, machen Sie sich keine Sorgen, sobald der niedrige Zinssatz abgelaufen ist, müssen Sie Ihr Eigentum gleich wieder neu finanzieren und von vorn beginnen. Das funktionierte auch für eine Reihe von Jahren, bis der Markt plötzlich auseinanderbrach, die Werte der Eigenheime um 30% fielen und es keine neuen Kredite zu Lockzinssätzen mehr gab. Wenn wir einmal die Statistik von Harp Financial heranziehen, einer kalifornischen Eigenheimfinanzierungsgesellschaft, ergeben sich die folgenden historischen, statistischen Werte: Im Oktober 1979 hob die Zentralbank den Mindestzinssatz auf 14,79% an. Bis 1980 war er bereits auf 20,35% angestiegen. Während der nächsten 4 Jahre sank der Zinssatz beständig, fiel jedoch nie unter 10%. Das bedeutet, dass die Zinssätze für Kredite für Landwirtschaftsbetriebe zunächst auf 20% und später auf mehr als 25% anstiegen. Da ein Landwirt nur einmal pro Jahr nach Verkauf der Ernte bezahlt wird, konnten Zehntausende von Landwirten ihre Kreditraten nicht mehr bezahlen, die Banken kündigten die Kreditverträge und die Landwirte blieben mit nichts als ihren Kleidern am Leib zurück. Höfe, die sich über viele Generationen hinweg in Familienbesitz befunden hatten, gingen verloren und wurden von habgierigen Bankiers übernommen, die sie dann an jüdische Spekulanten verkauften, die sie wiederum an große landwirtschaftliche Unternehmen weiter veräußerten. Die Zerstörung der Landwirtschaft in Nationen der Dritten Welt. Die Landwirte in Ländern der Dritten Welt konnten absolut nicht mit den gigantischen amerikanischen Ackerbaubetrieben mithalten und so erreichte die Weltregierung gleich zwei ihrer Ziele,
Sie gewann die vollkommene Kontrolle über den größten Teil der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten und zerstörte die Fähigkeit der Nationen der Dritten Welt, sich selbst zu versorgen, indem sie ihre Märkte mit billigen Getreideprodukten aus den Vereinigten Staaten überflutete. Amerikanische Landwirtschaftsunternehmen kauften oder pachteten große Teile fruchtbaren Ackerlands in Nationen der Dritten Welt und begannen, Luxusanbau von Äpfeln, Birnen, Tomaten etc. zu betreiben. Die Erträge wurden dann nach Nordamerika und Westeuropa exportiert, da die Menschen in diesen Nationen sich diese Produkte nicht leisten konnten. Grundnahrungsmittel wie Getreide und Sojabohnen wurden an Nationen der Dritten Welt verkauft, so dass diese Sklaven der westlichen Industrienationen wurden, weil sie nicht länger die Kapazität hatten, ihre übereigenen Nahrungsmittel heranzuziehen. Hast du dich jemals gefragt, warum du mitten im Winter in einen amerikanischen Supermarkt gehen und Erdbeeren, Äpfel, Birnen und andere frische Produkte kaufen kannst? Sie werden aus Nationen der Dritten Welt eingeflogen, wo Menschen zu sehr niedrigen Löhnen in den Feldern arbeiten. Der Lebensmittelsicherheitserlass von 1985. 1985, während der Präsidentschaft von Ronald Reagan, wurde ein neues Gesetz erlassen. Es trug den Namen der Lebensmittelsicherheitserlass von 1985. Dieses Gesetz wurde von der Weltregierung unter Benutzung der gigantischen amerikanischen Landwirtschaftsunternehmen durchgesetzt, welche verlangten, dass der Anbau in den Vereinigten Staaten beschränkt werden sollte, damit es zu einer Reduzierung der Ernte an Getreide, Weizen und Sojabohnen käme. Durch eine Reduzierung der Bestände würde man die Preise hochschrauben, die die Unternehmen für ihre Erträge verlangen konnten. Mit der bereits zerstörten Landwirtschaft in den unterentwickelten Ländern der Dritten Welt war es schon fast zu einer Hungersnot gekommen, und nach der Reduzierung der Landwirtschaftserträge aus den Vereinigten Staaten starben nun Millionen Menschen an Hunger. Das war genau das, was die Weltregierung wollte und die habgierigen Investoren und Aktionäre in der amerikanischen Landwirtschaftsindustrie lachten vor Freude und machten große Gewinne, während es den armen Leuten schlecht ging und sie starben. Dieses Gesetz hätte es nie durch den Kongress und über den Schreibtisch des Präsidenten zur Unterzeichnung geschafft, wenn das amerikanische Volk die Wahrheit gekannt hätte. Traurigerweise wurde es unter dem Titel Naturschutzprogramm erlassen. Folgendermaßen wurde es der Öffentlichkeit präsentiert: Erste Reduzierung der Bodenerosion auf hochgradig erodierbarem Land. Zweiter Schutz von Boden und Abwasser durch Rezierung von Abfluss und Schichtbildung. Drittens Zunahme von Lebensraum für wildlebende Tiere. Vierter Schutz der langfristigen Kapazität der Nation zur Versorgung mit Nahrungsmitteln und Textilfasern. Fünfte Einkommenssicherung für Erzeuger durch Drosselung der Produktion überschüssiger Handelsgüter. Umweltschützer des linken Flügels und Organisationen wie der Sierra Club und andere wurden angeworben, um dies dem amerikanischen Volk schmackhaft zu machen. Man war erfolgreich und es gab nur sehr wenig Widerstand. Eine Wende. Am 11. Juli 2008 erschien in der Washington Post folgende Schlagzeile: Landwirtschaftsministerium wirft ein Auge auf brachliegendes Ackerland. Hier einige Auszüge aus dem Artikel. Unter dem Druck von Landwirten, Viehzüchtern und emporschnellenden Lebensmittelpreisen erweckt das US-Landwirtschaftsministerium einen Vorschlag, der zum Pflügen von Millionen Morgenland führen könnte, das für den Naturschutz ausgesondert wurde. Strittig ist das Naturschutzprogramm, unter welchem die Regierung Landwirte dafür bezahlt hat, dass sie auf 34 Millionen Morgen landesweit den Anbau von Getreide und Sojabohnen einstellen. Mitte der 1980er Jahre dazu gedacht, die Produktion gering zu halten und die Handelspreise aufzustocken, hat sich das Programm für 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr zu einem Segen für den Naturschutz entwickelt. Die nackte Wahrheit: Diejenigen unter uns, die in den 1970er Jahren bereits Erwachsene waren, werden sich an die Hungersnöte erinnern, die während der letzten 38 Jahre durch die Welt fegten. Unsere Fernsehbildschirme zeigten uns die hungernden Kinder in Bangladesch, Tschad, Sudan, Kenia und Äthiopien.
Viele Christen spendeten Geld, um diesen Menschen Lebensmittel zukommen zu lassen, doch Millionen von ihnen starben dennoch an Hunger, weil Männer wie Duane Andreas und andere nicht nur habgierig waren, sondern auch eine versteckte Agenda verfolgten, nämlich ihren Messias an die Macht zu bringen und den zionistischen Traum der Weltherrschaft zu vervollständigen. Amerikanischen Landwirten zahlte man 1,8 Milliarden Dollar im Jahr, damit sie keinen Anbau auf ihrem Land betrieben, während Millionen aufgrund von Mangel an Nahrungsmitteln sterben mussten. Wenn das nicht kriminell ist, verstehe ich die Definition des Wortes nicht. Außerdem wurden diese 1,8 Milliarden Dollar von den amerikanischen Steuerzahlern genommen, die nicht wussten, dass sie für ein Aushungerungsprogramm bezahlten und gleichzeitig Geld an Hilfsorganisationen spendeten, um den hungernden Menschen zu helfen. Doppellauf im Sudan. Auszüge aus der New York Times vom 9. August 2008. Die internationalen Landwirtschaftsunternehmen machen Geschäfte mit Yaman, ungeachtet dessen, ob es sich dabei um einen Schurkenstaat wie den Sudan handelt, der von einem skrupellosen Diktator namens Omar Hassan al-Bashir regiert wird. Die New York Times veröffentlichte am 9. August 2008 einen Artikel mit folgender Überschrift: Sudan exportiert Lebensmittel, obwohl 2,5 Millionen Inder verhungern. Darfur ist eine Provinz im Sudan. In diesem Artikel berichtete die New York Times, dass der Sudan jährlich von internationalen Spendern 1 Milliarde Pfund kostenloser Lebensmittel erhält. Nur sehr wenig von diesen Hilfsgütern geht an die hungernden Menschen in Darfur, die uns regelmäßig im Fernsehen gezeigt werden. Stattdessen werden die Lebensmittel dafür verwendet, die Menschen zu versorgen, die das islamische Regime unterstützen, während die überwiegend christliche Bevölkerung in Darfur dem Hunger überlassen bleibt. Mit extrem hohen Preisen für Handelsgüter wie Bohnen, Weizen, Hirse, Melonen, Erdnüsse, Kürbisse, Aberginen, Tomaten etc. hat die Regierung des Sudan 5 Milliarden Dollar investiert, um große mechanisierte Höfe anzulegen, wobei Saatgut und Dünger von den internationalen Landwirtschaftsunternehmen kommen. Obwohl dem Sudan Sanktionen auferlegt wurden, geht es diesen habgierigen Unternehmen nur um ihren Gewinn, er ist ihr Gott. Da diese Ernten zu einem großen Gewinn an andere Nationen verkauft werden, kann die Regierung des Sudan in Khartoum, Hauptstadt von Sudan, die internationalen Landwirtschaftsunternehmen voll bezahlen und dennoch einen restlichen Gewinn übrig behalten. Der benutzt wird, um weitere Waffen für seine militärischen Streitkräfte zu kaufen. Typische Nationen, die Nahrungsmittel vom Sudan kaufen, sind Saudi-Arabien, bezahlt mit Benzindollars aus USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und andere islamische Nationen. Hirse ist ein sudanesisches Grundnahrungsmittel, das zu flachen, lockeren Broten verarbeitet wird. Im Jahr 2007 verschifften die Vereinigten Staaten 283.000 Tonnen Hirse von Häfen in Texas aus zu hohen Kosten nach Sudan, damit das Getreide an die hungernden Menschen in Darfur verteilt würde, eine Großzügigkeit der amerikanischen Steuerzahler. Gleichzeitig produzierten die sudanesischen, regierungseigenen Höfe in etwa dieselbe Menge an Hirse, welche in andere Nationen verkauft wurde. Duane Andreas und seine jüdischen Kumpane lieben es, mit skrupellosen Diktatoren Geschäfte zu machen, obwohl das Regime im Sudan aus militanten Moslems besteht. Bargeld ist König und die muslimischen Nationen haben 1 Menge davon auszugeben. Was du über genetisch veränderte Organismen nicht weißt. Ich möchte einige grundlegende Informationen über genetisch veränderte Organismen weitergeben. Nach offiziellen Berichten entstanden Biotechnologie und die genetische Veränderung von Pflanzen und anderen Lebensformen erstmals Ende der 1970er Jahre in Laboratorien der Vereinigten Staaten. In Wirklichkeit begann das alles aber schon nach 1947, wie ich es in meiner Newsletter-Serie der Verborgene Technologietransfer von 1947 beschrieben habe. Hinter dieser Technologie steht der Teufel höchstpersönlich. Er hat die von Gott bei der Erschaffung dieses Universums benutzte Technologie genommen und sie unrechtmäßig an die Menschheit übergeben,
erstmals vor der Sintflut und ein zweites Mal im Jahr 1947. Forscher auf dem wissenschaftlichen Gebiet der Chemie und Biologie haben gelernt, dass jeder lebende Organismus auf dieser Erde in jeder Zelle einen Bauplan hat, der für die Reproduktion der Zelle gebraucht wird. In Kurzform nennen wir das DNA. Mit dem Wissen über die Mikrotechnologie haben die Menschen nun die Kapazität, in eine Zelle einzudringen und die molekulare Struktur einer bestimmten DNA-Kette zu verändern. Einfach ausgedrückt, der Mensch ist nun in der Lage, Menschen, Tiere, Pflanzen, Fische, Vögel, Insekten, Bakterien und Viren zu verändern, indem er an der DNA herum manipuliert. Als Gott den Menschen erschuf, verbarg er bewusst diese Technologie vor der Menschheit, doch der Teufel und seine gefallenen Engel übergaben sie unrechtmäßig an die Menschheit, um ihre Agenda weiter zu verfolgen. Gottes Schöpfung von Lebewesen und ihre Stabilität ist nun bedroht, denn Biologen versuchen nun, bewusst in Laboratorien bessere Spezies zu entwickeln, welche, soweit es Pflanzen betrifft, einen höheren Erntertrag liefern. Tiere werden verändert, um innerhalb einer kürzeren Zeitspanne mehr Fleisch zu erzeugen. Menschen werden durch Medikamente formbarer für politische Führer und am Ende für den Antichristen gemacht. Da Gott allwissend ist, hat er schon gewusst, wie er alles ausbalancieren muss, etwas, was der Mensch nicht beherrscht. Wenn der Mensch somit an der Schöpfungsordnung herumfuscht, verursacht er große Störungen auf der Erde. Ein gutes Beispiel war der Versuch des Menschen, eine effektivere Honigbiene zu schaffen, wobei dann die sogenannte Killerbiene herauskam. Amerika ist führend auf diesem Gebiet. Wir müssen verstehen, dass die Forschung und Produktion bezüglich der genetisch veränderten Organismen nicht von einer politischen Partei kontrolliert wird und dass es keine Rolle spielt, ob der Präsident ein Demokrat oder Republikaner ist. Die Forschungen begannen unter Präsident Reagan, wurden unter George Bush Senior weitergeführt, gewannen unter Präsident Clinton noch mehr an Tempo und wurden unter der Regierungszeit von George W. Bush Junior noch weiter ausgedehnt. Das ist ein Projekt der Weltregierung, das von Männern wie Duane Andreas und anderen mächtigen amerikanischen Juden angeführt wird. Jede Regierung hat eine schwache Position und Bezug auf die Regulierung dieser Industrie eingenommen, und es sind die Geschäftsführer der verschiedenen Unternehmen gewesen, die die Politik und den Standard für die Industrie festgesetzt haben. Folgende sind die Hauptspieler in der Nahrungsmittelherstellung in den Vereinigten Staaten, welche innenpolitisch und auch auswärts auf dem globalen Markt gebraucht wird. Alle hier zitierten Statistiken sind dem Bericht Multinationale, konzentrierte Nahrungsmittelverarbeitung, Marketingsysteme und die Landwirtschaftskrise von Dr. William D. Heffernan und Dr. Merica Hendrickson von der Universität Missouri aus dem Jahr 2002 entnommen. Genetisch veränderte Organismen, Forschung und Produktion. Monsanto, Dow Chemical Company, Amerika. Novartis, Schweiz. Getreideindustrie. Terminal Grain Handling Facilities. Cargill, Kinex Harvest States, Archer Daniel Midland, ADM, General Mills, Louis Dreyfus und Conagra. Diese sechs amerikanischen Unternehmen beherrschten 2002 ganze 74% des amerikanischen Marktes. Getreideexport. Cargill Continental Grain, ADM, Zeno. Diese drei Unternehmen beherrschten 2001 ganze 81% des Marktes. Sojabohnenexport. Cargill Continental Grain, ADM, Zeno. Diese drei Unternehmen beherrschten 2001 ganze 65% des Marktes. Mehlmühlen. Conagra, Cargill, General Mills. Diese drei Unternehmen beherrschten 2002 ganze 61% des Marktes. Verpacktes Rindfleisch. Tyson, Conagra, Cargill, Farmland National Beef PKG. Compagnon. Diese Unternehmen produzierten im Jahr 2000 ganze 81% des Rindfleischverbrauchs. Verpacktes Schweinefleisch. Smithfield, Tyson, Conagra, Cargill, Farmland Industries und Hormel.
Diese sechs amerikanischen Unternehmen beherrschten 2001 ganze 75% des Marktes. Schweinefleischproduktion. Smithfield Foods, Premium Standard Farms, ConsiGroup, Seaboard Corporation und Triumph Pork Group. Diese Unternehmen verfügten 2001 über insgesamt 12,5 Millionen weibliche Schweine. Für ihre Zucht. Hähnchen. Tyson Foods, Goldkist, Pilgrims Pride und Conagra. Diese Unternehmen beherrschten 1998 insgesamt 49% des Marktes. Lebensmitteleinzelhandel. Kroger Compagnon, Walmart, Albertson, Seyoufi. Diese Unternehmen beherrschten 2001 insgesamt 38% des Marktes. Die Erlöse aus Produktion, Verarbeitung, Vertrieb und Verkauf von Lebens- und Nahrungsmitteln liegen in den Händen einiger weniger amerikanischer und ausländischer Unternehmen. Sie kontrollieren Zucht und Anbau und deren genetische Veränderung, die hormonellen und genetischen Veränderungen bei Rindern, Geflügel und Schweinen. Da beängstigend ist, dass sie durch das Gesetz nicht verpflichtet sind, dem Verbraucher offenzulegen, was sie getan haben, um die Ernte zu vergrößern und welche Menge an Stoffen pro Tier sie verabreicht haben. Sie legen selbst die Preise dafür fest, was sie unabhängigen Landwirten und Genossenschaften zahlen, und da es nicht allzu viele Einzelhändler gibt, diktieren sie im Grunde auch, welchen Preis die Einzelhandelsketten für diese Produkte zahlen müssen. Alle von diesen Unternehmen seit den 1990er Jahren produzierten Getreide sind bezüglich ihrer ursprünglichen Form genetisch verändert worden und werden in ihren Laboratorien kontinuierlich weiter verändert. Selbst unabhängige Landwirte und Genossenschaften benutzen dieses Saatgut. Genetisch verändertes Getreide wird zusammen mit Wachstumshormonen an Vieh verfüttert. Außerdem werden seit Mitte der 1990er Jahre mehr und mehr genetisch veränderte Tiere für den menschlichen Verzehr gezüchtet. Es gibt noch mehr Zusatzstoffe, die dann später in den die Nahrungsmittel verarbeitenden Betrieben zugesetzt werden, wie Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker wie zum Beispiel Natriumglutamat. Die meisten Verarbeitungsbetriebe benutzen das normale Leitungswasser, DHS, landen auch Chlor und Fluorid in den Nahrungsmitteln. Wie lange kann man derart verarbeitete Nahrungsmittel essen, bevor man krank wird? Die amerikanische Bevölkerung hat diese tödliche Kost nun bereits seit mindestens 13 Jahren gegessen, und wir sehen nun bereits eine Explosion im Bedarf nach mehr Krankenhäusern, denn die sogenannten Babyboomer erreichen nun langsam das Alter von 62. Jedes größere Krankenhaus in der Umgebung von Sacramento betreibt inmitten einer Rezession im Bausektor große Expansionsprogramme. Die Betreiber dieser Krankenhausgesellschaften müssen wohl etwas wissen, was die allgemeine Öffentlichkeit nicht weiß, oder sie würden nicht in so großem Stil ihre Räumlichkeiten erweitern. Eine Epidemie der Alzheimer-Krankheit fegt durch die Bevölkerung, und ich möchte die folgende Statistik über diese Krankheit anfügen, herausgegeben 2008 von der amerikanischen Stiftung Gesundheitsförderung. Die Alzheimer-Krankheit ist eine fortschreitende, irreversible Gehirnstörung, deren Ursache nicht bekannt ist und für die es kein Heilmittel gibt. Sie greift langsam an und zerstört langsam die Denkfähigkeit ihrer Opfer. Zu den Symptomen der Krankheit gehören Verlust des Erinnerungsvermögens, Verwirrung, Beeinträchtigung des Urteilsvermögens, Persönlichkeitsveränderungen, Desorientierung und ein Verlust der Sprachfähigkeit. Immer tödlich ausgehend ist die Alzheimer-Krankheit die am meisten verbreitete Form irreversibler Demenz. Es wird angenommen, dass mehr als 4,5 Millionen Amerikaner unter der Alzheimer-Krankheit leiden, und bis zum Jahr 2050 könnte sich die Zahl auf 13,2 Millionen erhöhen. Jedes Jahr sterben ungefähr 65.800 Opfer an der Krankheit und 350.000 neue Fälle werden diagnostiziert. Amerika ist nicht das einzige Land, das sich mit diesem schrecklichen Leiden auseinandersetzen muss. In jeder Nation mit erhöhter Lebenserwartung ist auch die Anzahl an Alzheimer-Erkrankungen angestiegen. Die Alzheimer-Krankheit verbreitet sich tragischerweise immer mehr. Es wird geschätzt,
dass derzeit weltweit 26 Millionen Menschen an Alzheimer erkrankt sind. Es wird angenommen, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 auf mehr als 106 Millionen Menschen erhöht. Ist die Zunahme der Alzheimer-Krankheit sowie von Brustkrebs, Darmkrebs und allen anderen Arten von Krebs die Folge irgendeines unbekannten Faktors? Ist es nicht möglich, dass irgendetwas mit unserer Nahrung nicht stimmt? Und was ist mit Diabetes, Herzinfarkten, Schlaganfällen, Arthritis etc.? Die offizielle Erklärung ist, dass die Menschen nun länger leben und dass es deshalb mehr Krankheiten gibt. Doch was ist mit der großen Anzahl von Menschen, die bereits in ihren 40er und 50er Jahren an einer Reihe verschiedener Krankheiten leiden und ihnen oftmals auch erliegen? Warum sind so viele junge Menschen fettleibig? Fettleibigkeit wird auf einen Mangel an Bewegung und Junkfood zurückgeführt, doch warum sind Amerikaner im Allgemeinen fettleibiger als andere Nationalitäten?